Und damit willkommen zu einem neuen Part von Splatoon 3, Ruf zur Ordnung. Es läuft gerade wirklich sehr, sehr gut mit der Splatling. Wir sind auf Etage 21. Der Plan ist, im nächsten Part den Endboss zu machen. Und ja, wir haben zwar Explosionsstoßwirkung und Sekundärverbrauch hier nochmal als Chip, aber wir gehen jetzt in die Automatenecke rein. Ich möchte mir zwei Dinge holen. Einerseits wieder ein Leben, was ich im letzten Part ein bisschen unnötigerweise beim Boss verloren habe. Andererseits vielleicht, falls möglich, eine andere Sekundärwaffe. Das wäre schon ganz cool, wenn das angeboten bekommen würde, aber leider nein, leider nein. Aber was ist hier chipmäßig? Rüstungshäufigkeit. Oh, das ist natürlich ganz geil. Das machen wir. Und wir holen uns nochmal ein paar Perlen für 900. Ich glaube, das machen wir so. Ich könnte noch... Ach komm, machen wir nochmal Rüstungshäufigkeit nochmal einmal mehr. Ist eine kleine Lebensversicherung. Zack, haben wir schön geholt. Und schön wieder Memoneten ausgegeben. Wir gehen weiter zur nächsten Etage. Wir haben sogar noch Geld für eine neue Chance, notfalls. So, Explosionsradius. Ja, bringt mir nichts. Gefahr mit Explosionskraft. Erhöht den Schaden deiner Explosion auf. Ist beides doof, weil ich keine Explosion habe. Oder Färbebodenschaden. Und ich glaube, wir machen Färbebodenschaden. Ich weiß, eine extreme Etage. Aber wir haben im letzten Part so dolle gerockt. Auch bei den schwierigen Etagen. Dass ich jetzt mal eine extreme Etage mache. Habe ich ja schon so ein bisschen angekündigt. Und ihr hattet vielleicht dann schon die Hoffnung so. Euch währenddessen so gedacht. Ey, hoffentlich gibt es im nächsten Part dann eine extreme Etage. Und ja, das machen wir. Wir machen das. Wir machen das. Hier haben wir jetzt eine extreme Etage nur für euch. Und das wird natürlich alles andere als nice, aber gucken wir mal. Ich muss das Ding da erreichen. Danke. Mensch. So, wir haben hier direkt eine Rüstung, die ich haben möchte, die auch direkt kaputt gegangen ist. Ich muss mal kurz flüchten. Eieiei. Ja, extreme Etagen sind halt extrem. Wie es der Name schon sagt. Das ist ja schon fast klar. So, machen wir hier mal den Springer mal kurz weg, weil der nervt mich. Wir haben jedenfalls auch noch Kuku. Das finde ich schon mal ganz gut. Okay, es kommen hier so viele Gegner daher. Es gefällt mir alles so ganz und gar nicht. Aber ich habe hier Rüstung. Nein, ich möchte jetzt hier nicht fliegen. So, Rüstung habe ich. Ist direkt wieder kaputt gegangen. Na toll. Ich fliege mal woanders hin. Okay, vielleicht war das doch nicht so die schlauste Idee. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kommt schon jemand von hinten an. Danke, Rüstung. Vielleicht, dass ich erstmal generell Rüstungen und so sammle. Und mich dann nach und nach um den Turm kümmere. Ich habe keine Tinte mehr. Ja, hier unten hin. Ich muss hier auf mich hier rein einsetzen. So, schön, schön, schön. Wo ist denn der Turm? Der ist da hinten. Der ist da hinten, ernsthaft? Ich bräuchte vielleicht auch mal ein paar Plattenteile oder sowas. Aber Plattenteile habe ich bisher noch nicht erhöht, die Wahrscheinlichkeit. Daher spawnen mehr Rüstungen und mehr, vor allen Dingen Drohnenbatterie spawnt häufig. Ja, ich werde mal kurz hier rüber gehen. Hier eine kleine neue Base eröffnen. Ich höre die Dinger, ach da sind sie. Die zu mir fliegen. Nice, nice, nice. Hier ist auch eine Batterie-Plattenteil gespawnt. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, ey. Wer hat sich das mit der extremen Etage ausgedacht, dass ich eine extreme Etage jetzt mache? Ich muss die Chance nutzen. Ich muss jetzt die Chance mal nutzen. Den Turm mal weiterzubringen. Warte mal, hier ist er noch. Ingenieur ist noch. Dann jetzt, let's go, let's go, let's go, let's go. Yes, danke. Checkpoint 1 passiert. Ich muss mal kurz... Nein, der hat meine Rüstung ernsthaft zerstört. Das ist das Problem an Kuhkugel. Das dauert erstmal eine Sekunde, bis man die einsetzt. Ja, ich habe den einen gerade zerstört. Spawnt schon der nächste hier. Problem, ich habe ein Problem, ich habe ein Problem. Schnell weg hier. Wie viel Rüstung habe ich noch? Eine. Jetzt ist hier auch noch die Sniper am Start und ich wollte gar nicht so in die Menge hier hinein. Hallo Tom, du bist ja hier. Hallo. Schön, dass du auch hier bist. Finde ich wirklich schön. Du hier, weg mit dir.
Ich muss mal kurz Tinte nachladen. Hallo, ich will meine Tinte nachladen, Mensch. Stressig alles. Na gut, bringt jetzt nichts. Hier, schieß mal kurz da in die Menge mal da hinten hinein. Weil ich da meine anderen Drohnenanzeige eigentlich einsammeln wollte, aber krieg ich nicht, krieg ich nicht, krieg ich nicht. Ich muss mal kurz hier rüberfliegen. Ich brauche mal kurz ein bisschen Ruhe. Da kommt die ganze Zip-Shop-Show schon. Ja, habt ihr nichts anderes zu tun, außer mich zu ärgern? Plattenteil finde ich gut. Nein, ich bin getroffen worden. Finde ich gar nicht gut. Ja, kommen sie schon wieder. Rüstung, Rüstung. Plattenteil, wichtig auch. Und dass der Turm mal ein bisschen weiter geht, auch wichtig. Der Turm muss jetzt mal ein bisschen weitergehen. Jetzt Concentration auf Turm. Jetzt Concentration auf Sniper. Concentration auf Spezialattacke. Oh mein Gott, ey. Mal kurz hier, mal kurz flüchten. Wir haben den nächsten Checkpoint erreicht. Das ist schon mal ganz das Gute. Ich bräuchte mal wieder irgendwie ein Item so in Form von entweder Rüstung oder Drohnenanzeige oder Perladrohne oder irgendwie sowas. Wir können es schaffen. Stimmt, Plattenteil wäre noch ganz geil. Ein Plattenteil bräuchte ich noch. Ich weiß, dass da ein Sniper ist. Das ist das Problem da gerade. Ich hätte da nicht runterspringen dürfen. Ah! Gerade frisch regeneriert. Aber ich habe jetzt... Hier, Kuhkugel. Alter! Hier rein. So, hier habe ich kurz Pause. Ich muss weg. Hierauf. Kurz regenerieren. Weil da wartete er hier schon auf mich. Rüstung. Ah nee, ich hab doch eh hier Dings. Machen wir mal so. Zack. Plattenteil. Wichtig und richtig. Ab ins Ziel mit dir. Wo ist denn das Ziel? Da hinten ist das Ziel. Let's go. Ohne zu sterben. Yes. Es war verdammt stressig. Aber wir haben es geschafft. Oh mein Gott, ey. Eieiei. Oh mein Gott. Tintenflaschenhäufigkeit kann ich erhöhen. Explosionsradius oder Drohnenladerturm. Extreme Gefahr, nein. Wir machen jetzt diese eine schwierige Etage. Ich weiß nicht, ob ich jemals Tintenflaschenhäufigkeit schon mal genommen habe. Einfach mal, damit ich es auch einmal genommen habe für die, ja, für die Sammlung da, die ich da habe, machen wir das. Und ganz ehrlich, auf noch eine extreme Etage habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so viel Lust. Oh, guck mal hier, was kriegen wir? Unterstützung Farbschutzsättigung. Okay, nice. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Ich wollte eigentlich oben spawnen. Na toll. Da kann ich nicht mehr färben. Doofer Start. Weil ich nicht da hingegangen bin, hingehen konnte, wo ich eigentlich hin wollte. So, erstmal hier kurz mal zack, 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 zack. Weg mit euch. Bam. Immer weg mit euch. Das Geile ist hier, das eine hat hier schon ordentlich viel Schaden genommen. Das finde ich ganz cool. Weg damit. Oh, yes. Yes. Hier machen wir das. Ich wollte gar nicht runterfallen. Oh. Ich wollte so gar nicht runterfallen. Nein. Das ist schlecht. Das ist jetzt. Ich werde jetzt sterben. Ich werde vielleicht nicht sterben. Ich weiß nicht, wie ich da gerade rauskam. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich da jetzt nicht sterben konnte. Aber ich bin nicht gestorben. Und ich habe sogar jetzt zwei Rüstungen aktiv. Geil.
Ja gut, jetzt nur einer. Das war's mit zwei Rüstungen. Aber ich weiß nicht, wie ich das gerade hinkriegen konnte. Keinerlei Ahnung. Dann machen wir mal folgendermaßen. Schicken wir mal auf die Sniper da drauf. Und dann hier nochmal. Einmal weiter. So, zack. Auf euch hier drauf. Oh. Und jetzt die Perliminator einsetzen. So, welch mit... Sniper hat mich da bekommen, ernsthaft. Oh, schön, wie da gerade im Hintergrund die eine Sniper weggeflogen ist. Das hat mir gefallen. Ja, Perliminator ist vorbei, aber vielleicht kriegen wir das jetzt. Danke. Ja, hat das wenigstens was gebracht. Wo ist denn das letzte Teil? Da unten. Wolltest du schon mal auf Sniper gehen? Hier mal schön Kuckuck hin. Aber hat nicht so optimal getroffen, wie ich es eigentlich wollte. Aber wir kriegen es jetzt hin, bevor die Gegner da sind. Danke. Danke, danke, danke. Sehr schön. Wunderbar. Gut, gut. Tintenflaschenhäufigkeit haben wir. Jetzt können wir Stoßwirkung, wir können Lenkwirkung. Boah. Oder Bewegungsregeneration. Ja, ich mache die Lenkwirkung. Die ist eigentlich ganz geil. Auch mal eine einfache Etage zur Abwechslung. Und auf der nächsten Etage ist ja auch wieder ein Automat. Genau. Ein Automat, den wir nutzen können. Ah, es ist die Etage. Nicht wundern wegen der Katz mal wieder. Ich bisschen erkältet bin ich noch. An sich hört man das gar nicht eigentlich raus, denke ich. Aber ab und zu muss ich dann doch mal die Nase schnauben. Das muss dann sein. So, komm, hier, Tintenfisch, respawn mal bitte, ich brauch dich, genau. Nicht gut. Ja, eigentlich können wir da mal hinsetzen. So, wunderbar, wunderbar. Tintenflasche, wunderbar, wunderbar. Rüstung haben wir auch, sehr geil. Dann noch eine Rüstung. Hier mal bam. Bam. Hier mal schön, zack, Kugel, bam. Ich höre, wie hier Items spawnen. Aber ich muss mal kurz die Dinger hier alle mal aktivieren. Jetzt, wunderbar, Zähler ist wieder da. Sehr schön, welcome back. Nach dem Motto. Und dann haben wir das hier geschafft. Nice. Nice, nice. Jetzt gibt es die Automatenetage. Ich gucke mir natürlich die anderen Chips an, aber ich bin nicht abgeneigt, bei der dass ich da beim Automaten mir was kaufe. Schadenhauptwaffe fern. Okay, ja, Automatenecke, schön und gut, aber ganz ehrlich, Schadenhauptwaffe fern. Let's go. Wir schießen von der Splatting so häufig in die Entfernung. So häufig. Das heißt, da werden wir halt jetzt auf Hauptwaffe fern. Schaden fern gehen. Ganz einfach. Was ist denn das für eine Etage? Hatten wir die schon mal? Die kommt mir so unbekannt vor. Ich gehe mal rüber, weil... Letztendlich ist es drüben höher als auf der anderen Seite, wo ich gerade war. Oh, jetzt kommen hier die ganzen... Oh, was ist jetzt hier los? Warum so viele Gegner? Warum so viele Gegner? Warum so viele Gegner? Ja, ist natürlich umgefärbt worden jetzt, aber... Ich habe keine Tinte mehr. Ich muss mal kurz hier... Zack. Nee, ich will nicht springen. Ich will nicht springen. Ich will nicht springen. Manchmal sind diese Sprungdinger auch sehr hinderlich. Danke, danke, danke. Rüstung nehmen wir. Und jetzt können wir hier mal wieder umfärmen. Dankeschön, dass ich das machen darf. Auch Rüstung nehmen wir natürlich gerne. Aber ich muss erstmal den hier kurz eliminieren. Oh, nee. Nee, 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 nee. Okay, jetzt hat das Springen dann doch mal geholfen. Was auch mehr aus Versehen war. So, danke. Warum spawnen hier so viele große? Das gefällt mir nicht. Sehr, sehr schön. Dann Tisch hier mal weg. Da waren jetzt zwei Gegner in einem. Die sind hier die ganze Zeit zwei Gegner in einem. Seit wann ist denn das? Das wusste ich ja noch gar nicht, dass das möglich ist. Hier, der Sprungding und die sind zwei in einem. Was ist das? Das habe ich bisher noch gar nicht mitbekommen, dass das möglich ist überhaupt. Ich wollte zur Speziallader auf Dings da. Auflade Dings da.
Aber das Sprungfeld hat mich da wieder blockiert, leider. Die Rüstung nehme ich natürlich an mich. Und dann muss ich dich mal kurz besiegen und die Rüstung hier einsammeln. Mal kurz rüber. So, zack. Da ist nämlich auch so ein Teil. Oh, wieder Rüstung. Geil. Komm, wir machen mal kurz hier, zack. Das war jetzt nicht ganz so erfolgreich, muss ich ehrlich sagen. Aber Rüstung spawnen gerade so extrem viel. Das gefällt mir. Das ist so fies, wenn man den besiegt, dann... Wow, wir müssen noch so viel machen. Wenn man den besiegt, dann kommt erstmal hier der Stampfer daher. Schon fies. Schon fies, muss man sagen. Es spawnen gerade hier so viele Gegner. Zack, auf da. Und zack, nochmal. Ah, hier drüben ist gefärbt. Das finde ich natürlich jetzt so doof. Danke. Darauf muss ich natürlich auch ein bisschen Acht geben. Ich weiß, da unten ist eine Rüstung. Die will ich mir auch holen. Die muss sein. Die muss sein. Ah! Doof. Checkpoints wenigstens jetzt erreicht. Ey, das sind verschiedene Kombos jetzt, aber auch dieser Kreise-Ding da auf einem drauf. Kann das sein? Ich glaube fast ja. Den Kreise schicke ich mal los. Das ist eigentlich ganz geil. Wenn gleich noch die Sniper auf irgendeinen da drauf ist, dann hack's aber. Komm, komm. Danke. Danke, danke, das haben wir. Oh, es war ein bisschen stressig. Aber dafür haben wir unsere Fernattacken verstärkt. Und das hat sich dann auf jeden Fall gelohnt. Und die Memoneten, die nehmen wir natürlich auch. Glückskombos, Blattensalve. Oder Drohnen-Inferno. Das gibt. Komm, machen wir jetzt einfach mal nur die Glückskombo. Wir sind schon sehr weit fortgeschritten im Part. Von der Zeit her. Und ich will eigentlich die Etagen hier jetzt alle schaffen. Das heißt, danach kommen noch 3 Etagen. Und hey, wir haben heute schon schwierige Situationen gehabt. Eine ganze Menge. Das reicht dann auch. So, machen wir dich hier mal kurz dort unten hin. So war es nicht geplant. Schon wieder sind hier diese Kombi. Sind die neu? Die gab es doch noch gar nicht. Noch nie. Die gab es doch noch nie. Also auch nicht bei meinen anderen Durchläufen. Das verwundert mich halt gerade so stark. Dass es die auch bei meinen anderen Durchläufen gar nicht gab. Das heißt, wird es immer schwieriger, je mehr Waffen man abschießt? Kann das sein? Das würde das zumindest erklären. So, hier mal in die Ecke. Ich will endlich das Ding da reinkriegen. Das klappt noch nicht so. Wie ich mir das vorstelle. Die gehen alle da runter. Das ist nicht so gut. Das ist ein bisschen zu viel. Okay, da. Haben wir jetzt. Sehr schön. Aber das war ein bisschen zu viel Power. Nice. Nice. Sehr schön. So, bei denen erstmal das obere besiegen. Erstmal den Sprungtypen besiegen. Und dann... alles andere. Oh, her damit, her damit, her damit. Her damit. Wo ist denn der letzte Ball? Kugel, Gedöns, Dingens. Wo ist denn die letzte Kugel? Wo das reinkommt, das wissen wir. Das haben wir ja schon gesehen. Da unten irgendwo? Auch nicht. Hä? Bin ich blind? Scheine blind zu sein. Ach, die spielen damit. So, let's go. Nein, ich will nicht springen. Ah. Wie soll ich den jetzt erstmal rüberkriegen? Oh, danke für Rüstung. Ich weiß, du willst mir nur helfen, aber... oh, du hast mir tatsächlich geholfen. Hier rüber, kriegen wir den rüber. Das ist eigentlich ganz geil. So, genau. Genauso, genauso. Wunderbar, wunderbar. Hat dann doch ein bisschen länger gedauert, die Etage. Aber war ganz gut. So, let's go, weiter geht das. Schallkraft erhöht Schaden durch Schallwellen. Achso, ja. Perlado. Tatsächlich. Oh, das ist natürlich auch ganz geil, aber mit Extrem und Gefahr. Wir machen mal Schallkraft, weil das ist ein Chip, den wir, glaube ich, auch noch nie ausgerüstet hatten. Daher machen wir das. Will ich so oder so jetzt mal mehr ein bisschen drauf gehen, weil ich möchte bei meinen Chips mal die 100% haben. Wäre ganz geil. Er leider keinen Schaden. Okay, das ist natürlich. Eine Herausforderung, aber eine Herausforderung, die ich gerne annehme.
So. Ja gut, aber jetzt kriege ich schon Schaden. Ich kriege Schaden. So, her damit, her damit. So, warte, wir machen mal Folgendes. Wir machen mal Folgendes. Zack. Es sind immer noch Menschen hier. Eieiei. Rüstung, Rüstung. Zum Regenerieren schnell. Okay, mein Bonus ist auf jeden Fall schon mal komplett weg. Schade drum, aber ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Oh mein Gott, ey. Wo ist denn das letzte? Ich glaube, da hinten irgendwo, oder? Ne, da. Ah, die kriegen schon mal ordentlich Schaden. Das gefällt mir schon mal. Ah, es kommen jetzt hier wieder so viele an. Und gleichzeitig mal auf. Oh, ich bin jetzt... Ach, hier unten ist auch noch... Achso, das sind vier Kugeln. Vier Portale gibt es. Eieiei. So, gehen wir mal kurz hier hin. Alles mal schön einsammeln. Oh, drei Rüstungen sind gespawnt. Geil. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Komm, jetzt machen wir das hier. Sehr schön. Das läuft, das läuft, das läuft. Jetzt nur hier. Ach du Heilige. Hier unten. Ach komm, machen wir gleich hier mal die Kuhkugel. Her damit, her damit. Uiuiui. Komm, wir machen mal kurz hier mal reiner. Dann euch noch kurz besiegen. Und drauf da, drauf da, drauf da. Ah, nochmal, nochmal. Wir haben's. Hui. Etage 27 geschafft. Ja, ich würde sagen, wir machen noch eine Etage. Weil das Problem ist, ich habe nicht mehr viel Zeit. Klecksregeneration, Glückskommotoleranz oder Schallkraft. Boah, Schallkraft und eine Extremetage, die ich noch nicht hatte bisher. Aber ich habe, mir fehlt dafür leider die Zeit. Daher Klecksregeneration. Machen wir das noch als letzte Etage für heute. Dann haben wir im nächsten Part noch eine Etage vom Boss. Nur mir fehlt leider die Zeit. Ich muss noch ein Splatoon 3 Proof zur Ordnung Part fertig machen. Also muss noch ein Thumbnail erstellen, dass der Part fertig macht. Und dann muss ich direkt zur Arbeit. Also da fehlt mir leider jetzt wirklich die Zeit. Weil ich diesen Part und den letzten Part habe ich nämlich vor der Arbeit aufgenommen. Weil heute esse ich auf der Arbeit Mittag. Da brauche ich bei mir zu Hause jetzt keinen Mittag machen. Und ich habe leider Freitag nicht die Zeit, wo ich sonst immer nochmal einen Part aufnehme. Weil ich da immer erst eine Stunde später anfangen muss zu arbeiten. Da habe ich leider nicht die Zeit für. Daher mache ich heute an einem Mittwoch tatsächlich den Part. So, zack, machen wir mal so. Und nochmal. Sehr schön. So, wo kommen hier die meisten Gegner? Ach, hier unten. Weil wir haben hier noch einmal Spezialladeanzeige. Die will ich halt nutzen. Da gibt es auch nochmal Rüstung und so. Geil. Boah, wie viele Items jetzt aktuell spawnen. Gerade die Rüstung. Das haben wir ja durch den Automaten zweimal erhöht. Was sehr, 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 sehr cool. Habe ich das durch den Automaten oder was? Durch ganz normal. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Hier nochmal eine Rüstung. Hier machen wir halt zack. Hey, nicht mich hier wegschubsen. Gibt's nicht. Nochmal eine Rüstung. Nochmal anderes Zeug. Ja, dann, guck mal, da liegen wieder zwei Rüstungen herum. Eine, die spawnt gerade. Aber ich kann nicht mehr tragen. Da ist die nächste Rüstung gespawnt. Rüstung über Rüstung. Wir machen mal den Turm jetzt so weiter. Dass ich Feierabend machen hier kann. So, ihr seht den Namen, Otto. So, zack. Und der Sniper ist auch nochmal da. Wisst ihr was? Wir machen mal Folgendes. Und wir haben's. Sehr, sehr schön. Im nächsten Part geht es dann hier weiter mit der letzten Etage und dann der Boss. Aber ich mache mir dieses Mal gar keine Sorgen sogar, weil wir haben verdammt viele Meme-Moneten und wir haben eigentlich, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Was ich jetzt nochmal kurz trotzdem mal gucken möchte, ist meine Sammlung. Hier Farbchip-Sammlung. Ja, da haben wir jetzt viel neu erhalten, was sehr, sehr geil ist. Aber es fehlen trotzdem hier und da noch ein paar Dinge. Mal gucken, vielleicht mit den anderen Waffen oder so. Und da haben wir auch nochmal einen neuen Titel erhalten. Auch ganz cool. Okay, im nächsten Part geht's weiter. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und tschüss.